Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Heute geht es um eine Band, die ich bereits auf meinem Kanal vor einiger Zeit, nämlich vor 3 Jahren, reviewt habe. Und zwar, es geht um Mortician mit ihrem Album 40 Years of Metal. So, ja. Ja, Mortician ist eine Heavy-Metal-Band aus Österreich, aus Feldkirch Vorarlberg. Und ja, machen traditionellen Heavy-Metal. Und es gibt sie seit 1983 schon. 1990 war wohl aber schon wieder Schluss, ja. Released hat man nur eine EP und 2 Demos in diesem Zeitfenster. Ja, dann gab es irgendwann 2005 eine Split, wo sie dran teilgenommen haben, und eine Compilation 2009, an der sie teilgenommen haben, bevor dann 2011 das erste richtige Album kam, und dann ging es auch weiter. 2014 und 2020 kamen dann 2 weitere Alben, und jetzt haben wir halt das 4. Studiowerk am Start, und darüber spreche ich heute mit euch. Die Band setzt sich zusammen aus folgenden Members laut Metal Archives. Sänger ist Twain Cooper, der singt auch bei, oder sang auch, singt auch, also es gibt die Bands ja offenbar noch, bei Saintsbleed und Highway Killer. Saintsbleed, das Album von denen habe ich sogar, das finde ich auch ziemlich geil. Highway Killer kenne ich gar nicht, ist aber auch Heavy Metal, müsste ich mich vielleicht mal schlau machen, was das ist. An der Gitarre haben wir Thomas Tommy Lee Metzler von Art of Fear und Psycho Holiday, die ich beide überhaupt nicht kenne. Und am Bass haben wir Patrick Lercher. Patrick Lercher und hier Thomas Metzler sind übrigens auch Gründungsmitglieder. Die einzigen beiden noch übrigen Gründungsmitglieder. Ja, und am Schlagzeug haben wir seit 2014 Alex Blackcat. Übrigens, der Sänger ist seit 2018. Also seit dem Album, was ich reviewt habe, 2 Jahre davor, vor dem Titans hieß das Album, ist er dabei. So, und jetzt haben wir hier halt, wie gesagt, das neue Album, und ja. Da mir die Titans relativ gut gefallen hat und einige gute Faustrecknummern dabei hat, dachte ich mir, holst du auch die neue und guckst mal, wie sich die Band so weiterentwickelt hat. Und darum geht es jetzt. Aber erstmal kommen wir zur Optik. Hier haben wir das Covermotiv. Wieder bei Titans war es schon sehr schön gezeichnet. Das hier ist ähnlich. Ich glaube sogar, ich würde sogar vom Stil her sagen, dass der gleiche Künstler ist. Ich weiß aber nicht genau. Moment, kann ich das hier einsehen? Achso, ich muss erstmal auf das Album klicken. Ich depp. Mein Gott, man hört mich aber auch strunzdumm, ey. Line-up, complete line-up. Ne. Ist auch egal, ne? Gut. Ja, wir sehen halt einen axtschwingenden, muskelbepackten, langhaarigen Typen auf einer Harley, die offenbar fliegen kann oder so. Unten über ein paar Totenschädel rollt, ja. Und natürlich hat er auch einen Chick dabei, nicht? Und oben dann das Bandlogo, das relativ schlicht gehalten ist. Ist aber immer so bei der Band, ist halt das Logo. Ja, hinten drauf zentriert gesetzt und mit so einem klassischen Photoshop-Farbverlauf-Effekt drauf. Zentriert gesetzt die Titel in so einem Old English-Style-artigen Fond. Aber ja, ist okay. Kann man gut lesen, kann man gut erkennen. Ja, ihr habt schon erkannt, es sind relativ wenige Songs. Ja, es geht auch nur eine halbe Stunde, das Album ungefähr. Ja, das ist das Labelprint. Und hier haben wir dann das Booklet, da komme ich jetzt nochmal genauer zu. Hier haben wir nochmal die einzelnen Musiker, jeweils auf Bikes. So, und dann haben wir hier die Lyrics, auch in diesem Verlaufseffekt. Allerdings hat man sich hier glücklicherweise entschieden, in den Lyrics nicht diesen Old English Font zu verwenden, hätte ich nämlich wieder nichts lesen können. So ging es. Ich hätte mir nur die Buchstaben etwas größer gewünscht und vielleicht die Abstände zwischen den Absätzen etwas kleiner, damit die Buchstaben größer sein könnten. Aber naja, ich muss sagen, man kann das Ganze auch so, wenn man es anhört, einfach gut verstehen. Allerdings gibt es hier im Booklet jetzt nicht viele Schauwerte. Hier haben wir auch schon die Infos, das war es dann auch schon. Moment mal, habe ich jetzt was überblättert? Ich meine, da war doch noch... Nö, stimmt, das war alles. Relativ schlicht gehalten also. Aber naja. Geh da wieder rein, bitte. Bitte, danke. So, das zur Optik. Das Cover gefällt mir ja wirklich gut. Auch die Farbgebung gefällt mir hier gut. Ja, kann ich sagen. Das ist wirklich eine CD. Wenn ich die im Laden stehen sehen würde, könnte ich wahrscheinlich nicht dran vorbeigehen, wenn sie einen fairen Preis hat. So, dann kommen wir mal zum Inhalt. Was ist denn hier drauf für Musik? Naja, Heavy Metal. Und zwar straight, ohne Schnörkel, ohne Spielereien oder irgendwelche technischen Eskapaden, sondern einfach straighter Faustdreck Heavy Metal. Ende. Und das mag ich. Das bedient bei mir ein, weiß ich nicht.
Die Zirbeldrüse. Nein, das bedient bei mir irgendwo ein Part im Hirn, der das will. Oder so. Es steigt halt ein mit dem Titeltrack 40 Years of Metal, zu dem ich euch auch ein Video verlinken kann. Ja, ein fetziges Heavy Metal Riff traditioneller Art in rockigem Mittempo angesiedelt. Der Sänger hat eine kraftvolle Stimme. Er macht niemals einen auf gottgleichen Kopfstimme Eunuchen, aber er ist auch kein Chris Boldendahl oder der Sänger von Tyrant, Kermit oder sowas. So rau ist er nur auch wieder nicht, aber gutes Mittelfeld, ja, macht Spaß zu hören, ist in Ordnung. Traditioneller Heavy-Metal-Sänger einfach, ja. Es gibt einen simplen, mehrstimmigen Shout-Refrain, so Gang-Shout-mäßig, was ich mag im traditionellen Heavy-Metal. Die Art, wie sie ihre Refrains meistens umsetzen, nimmt mich mit, holt mich gut ab, ja. Und es gibt ein kurzes, melodisches Solo. Der nächste Song ist dann Leather and Wheels, steigt mit dem eher gezupfteren Riff ein. Dann kommt eine kleine Passage mit wuchtigen Mittempo-Drums, was dann aber wechselt in treibendes Mittempo, also etwas schnelleres Mittempo während der Strophen. Und es gibt einen melodischen, etwas textlastigeren Refrain, der von dem Sänger alleine gesungen wird, aber doch so catchy ist, dass er dann doch gut im Ohr hängen bleibt, finde ich. Und auch hier haben wir wieder ein kurzes Solo mit dabei. Der nächste Song ist dann King of the Ring, hat ein bisschen härteres Riff im Einstieg. Treibend rockige Strophen und einen coolen Refrain, wieder mehrstimmig geschautet. Ja. Gesanglich geht er hier ein bisschen in die kreischigere, so ein bisschen Udo-like, Udo-Dirkschneider-artig, versucht er sich hier, glaube ich, ein bisschen. Macht er aber ganz gut, finde ich jetzt nicht schlimm oder störend. Es gibt eine Mid-Tempo-Strophen-Bridge, die dann zum Solo führt bei King of the Ring. Ja, der nächste Song ist dann No War Symphony, steigt mit dem rockigen Spoiler-Riff ein. Was meine ich damit? Wenn ich sage Spoiler-Riff, das Riff am Anfang imitiert schon mal die Melodie, die du dann im Refrain hören wirst. Ja? Und es ist hier halt dün, 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 weil die singen da halt eben nachher No War Symphony, was sehr catchy ist und mehrstimmig umgesetzt, aber das kommt dann noch. Also es geht halt erstmal los mit diesem Spoiler-Riff, wechselt dann in etwas fetzigeres Riff, das dann auch während der Strophen sich hält, die treibend rockig umgesetzt sind. Auch hier hat er wieder so ein bisschen diese kreischigere Stimme am Start, dieses Udo-mäßige so ein bisschen versucht er hier. Es gibt einen simplen Refrain, den ich ja gerade schon vorgetragen habe, ja, im Gangshout-Style. Und die Bridge bewegt sich dann, die dann folgt, noch ein bisschen im Mittempo, während dann ein passendes Solo noch kommt. Und nach dem Solo nochmal eine etwas schleppendere Mittempo-Bridge, ja. Gut. Dann kommt der nächste Song, Old Lady, steigt mit einem fast bluesigen, hardrock-lastigen Riff ein. Dieser hardrock-lastige Vibe hält sich dann auch in diesem Song. Das ist so ein stampfendes Mittempo-Ding mit diesem Hardrock-Vibe einfach. Hat einen entsprechend simpleren Refrain und es gibt eine kleine treibendere Bridge, wo das Tempo ein bisschen angezogen wird und das führt dann halt zum Solo des Songs über. Ja, so. Dann kommt The Earth Fights Back, das ist wie ein Faustrecker, steigt mit einem etwas verspielteren Riff ein und ist auch tatsächlich leicht Thrash-Metal-lastig, würde ich sagen, ganz kleines bisschen so, ja, ist halt ein bisschen ruppiger, sagen wir mal eher so, hat treibend rockige Strophen und einen simplen, aber eingängigen Refrain, mehrstimmig. The Earth Fights Back, The Earth Fights Back, ist einfach so zum Faustrecken und gut. Ja, keine große Melodie, die du jetzt irgendwie merken musst oder so, ganz einfach. Aber es ist halt catchy umgesetzt, ja. Und es gibt ein rockiges Solo noch mit dabei. Der vorletzte Titel ist dann Angels on Earth. Steigt mit einem ziemlich fetten Heavy-Metal-Riff ein. In den Strophen, die sich im Mittempo bewegen, ist die Gitarre dann eher gezupft umgesetzt. Ja, es gibt einen recht simpel geratenen Refrain, der in der Mehrstimmigkeit vielleicht noch ein bisschen mehr Schmackes hätte haben dürfen, finde ich. Ansonsten ist es okay und es gibt ein melodisches Solo noch dabei. Und dann kommt der Rausschmeißer Death Penalty. Hat wieder ein etwas verspielteres Intro-Riff. Dann allerdings in den Strophen geht es wirklich nach vorne, schnell thrashig und preschend. Ja, das ist so die härteste und schnellste Nummer, würde ich fast sagen. Und der simple Refrain mit diesem Death Penalty, mehrstimmig, hat mich ganz stark an Death Penalty von Tank Art erinnert. Sogar so sehr, dass ich geguckt habe, ist das ein Cover? Aber nee, es ist kein Cover. Es ist nur vom Refrain her sehr nah an der Tank Art Death Penalty Nummer, finde ich. Aber ja, vielleicht war es ja auch ein Einfluss. Ich weiß es nicht. Ja, aber es gibt auch ein passendes Solo und damit haben wir halt einen, ja, härteren Rausschmeißer am Start in dem Fall, ja. So, ich lusche jetzt mal kurz was. Ich gucke jetzt mal kurz. Wie war denn das auf der, sag schnell,
Titans, wie viele Songs waren denn da drauf? 9, also einer mehr, immerhin. Ja, und die Laufzeit von 40 Years of Metal beträgt halt 34 Minuten und 34 Sekunden, während die Titans 39 Minuten, also ja, gut, 6 Minuten mehr hier lief. Naja, gut, ist halt ein kurzweiliges Heavy-Metal-Album, aber es ist sehr eingängig und ich persönlich finde die hier besser als die Titan, weil ja, es sind mehr Songs drinne, die einfach eingängiger sind, die einfach mehr im Ohr bleiben und die einfach mehr zum Mitmachen und Mitgrölen animieren, würde ich jetzt persönlich sagen. Ich gucke jetzt nochmal auf die Songliste von Titans vor 3 Jahren. Inmates war sehr catchy, Titans of Rock und Hell Raiders. Der Rest, wenn ich das jetzt hier so lese, kann ich mich da an keinen Refrain erinnern. Ja, und hier bei der hier, da wird es auf jeden Fall die 40 Years of Metal sein, Leather and Wheels, King of the Ring, No War Symphony und The Earth Fights Back, das sind schon mehr Sachen, ne? Wo halt eben, also 1, 2, 3, 4, 5 Songs, beim anderen waren es 3. Ja, also deswegen, meiner Meinung nach, meinem persönlichen Geschmack entsprechend nach, ist die 40 Years of Metal besser als die Titans. Ja, ich finde auch gesanglich, fand ich das hier auch angenehmer. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Habt ihr auch eine Meinung dazu? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was auch mir als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell.